So, jetzt schneiden wir erstmal den Strunk ab. So, dann halbieren wir den erstmal. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Das macht's authentisch, Silas. Das macht's authentisch. Aber, whatever denn jetzt. Ja. Das ist auf jeden Fall geteilt. Das Ding nehmen wir mal weg. Deutsche Hausmannskost ist bisher noch nicht so meine. Ja, für ein bisschen, aber. Ganz wichtig, wenn ihr den geviertelt habt, hier den Strunk noch wegzumachen. Kann man nachher noch für andere Sachen benutzen. Aber wir wollen heute bei dem Schmorkohl halt vor allem dünne Blätter haben, damit das alles gleichmäßig durchgart. Und da ist der Strunk natürlich dann nicht so wirklich förderlich. Also am besten einfach wegschneiden. So, jetzt haben wir den hier geviertelt. Vier Stücken. Und dann schneiden wir das jetzt zusammen runter. Ungefähr gleichmäßig. Ja, wie sagt man das? Stücken, Scheiben. Stücken, Scheiben. Halt so, dass es relativ gleichmäßig ist. Man könnte fast Fäden sagen. Von der Form her. Und ja, das machen wir jetzt noch mit den anderen vier. Ganz wichtig, wir haben uns in dem Fall dazu entschieden, den Kohl hinterher zu waschen, weil wir dann alle überall schön rankommen von der Oberfläche. Also wir machen das ins Nudelsieb und dann genau, wird es da drin nachher gewaschen. Das kann man natürlich auch anders machen. Also aber hier spart euch an sich halt die Arbeit davor, indem ihr halt dann gleich alles wascht. Läuft halt alles ein bisschen schneller. So, also wir waschen den jetzt einfach kurz ab. Oh. Genau. Alles schön gründlich. Das wird man zwei Hände, wenn man nicht das Sieb bei der Hand halten muss. Aber das ist absolut euch überlassen. Upsala. Ja. Einmal schön alles abgespült. Und dann packen wir das. Wie gesagt, wir bereiten immer schön alles vor und dann packen wir das hier erstmal in eine Schale. Aber ich denke, dass wir definitiv zwei Schalen brauchen werden. Weil die ja jetzt schon ordentlich gefüllt ist. Ja, ist auch eine typische deutsche Hausmannskost-Sache. Ja, und ich aber bin, die ist halt ungesund. Ja, aber ich bin ja nicht mit der Intention an dieses Gericht gegangen, dass ich etwas Gesundes habe. Meine Oma kocht auch genug mit Butter und dies, das, tralala, die macht. So, wir haben jetzt die Zwiebeln klein gehackt, die kommen hier in die Schale.
und die kommen dann nachher direkt ans Hackfleisch ran. Dann machen wir kleine Budettchen und die kann man dann, die werden dann angebraten und entweder die kommen dann nachher direkt mit zum Kohl in den Topf oder man benutzt sie nur als Topping. Wir sind uns dann auch unsicher, wie genau wir es machen, aber das werdet ihr dann gleich sehen. So Leute, jetzt machen wir die Buletten. Kino. Ja, ist ein Kilo. Ein Kilo, Freunde. Hack gemischt, also Schwein, Rind. Dann, womit fangen wir an? Ach, die Eier. Ja, also die Eier hätte ich ja nochmal aufsagen können. Der keine kleine Löffel. Doch, hier auf dem Tisch. So, ich würde als erstes die Zwiebeln mit dazugeben und erstmal mischen. Oh, zack. Ich würde halt alles zusammen und dann mischen wir mal. Schöner Chili gegriffen dabei, weil ich Paprika vorher habe. Das ist natürlich. Ja, so, machen wir ein bisschen Paprikapulver ran. Das sind jetzt so 1,5 Teelöffel. Auf ein halbes macht man eigentlich so einen. Dann die eigentlich. Aber dann kriege ich auch wieder den Esslöffel vergessen. Klassisch kommt bei uns an die Buletten ordentlicher Schlag Senf. Und was wir noch machen, ein bisschen Tabasco. Oh. Und Silas hat nebenbei hier noch Salz und Pfeffer gemischt. Auch noch ran. Zack. Schlägst du die Eier rein während der Sekunde? Das ist dann richtig ganz mit runter. So, dann fangen wir an. Ich hoffe, man sieht das irgendwie. Fangen wir an zu mischen. Ein Ei. Hat ja super geklappt mit dem Mann. Nochmal eine Queröffnung. Oder geht das? Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Ich hab so raufgeschlagen und es ist so gebrochen. Also, das ist natürlich ungünstig. Oder? Ja. Ja, und ein zweites Ei. Zwei Eier sollten für ein Kilo reichen. Das ist. Zack. Ausreichend. Ich würde das einfach quer mit längs aufschneiden. Hm? Vielleicht. Soll ich das ganz cool mit dem Messer machen und dann klappt das einfach nicht mit dem Eier aufschlagen. Dann Semmel, mir müsstest du doch mal dazugeben. Ich habe ja jetzt hier erstmal. Steht hier. Erstmal was umwerfen. Wenn er so zwei Handvoll, ne? Ja, du kannst auch gleich daraus streuen. Also wenn du das. Mal so viel machen. Ja. Aber ich denke, da muss man noch mal. Naja, ist noch ein bisschen sehr weich. Also ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass, also jetzt ist das Hack halt noch echt zu weich. Dann macht ihr einfach noch ein paar Semmelbrösel dazu. Ihr könnt auch an sich eingeweichtes Toastbrot nehmen. Das geht auch gut. Oder ihr nehmt alte Brötchen vom Vortag, raspelt die klein. Je nachdem, was man will, kann das sogar ein besseres Ergebnis erzielen. Also die Semmelbrösel sind natürlich ein bisschen feiner, das Ergebnis ist ein bisschen feiner, aber manche mögen es sogar ein bisschen, wenn ein bisschen gröberes Brot drin ist. Es gibt eine ganz eigene Konsistenz. Ja. An sich sorgt das erstmal auf jeden Fall für Bindung. Ich würde sagen, das wäre recht gut. Also jetzt so von dir aus? Mal anfangen. Und ich kann das jetzt bei rohem Mett einfach nicht so gut bewerten. Ich würde sagen, wir sehen das dann, wenn die Buletten gut sind. Ich würde sagen, die schmecken schon ganz gut. Wie immer, Erstversuch heißt, beim nächsten Mal wird es besser. Ist auch hier alles free. Wir kochen nicht wirklich nach Rezept. Also nur aus dem Kopf diesmal. Aber ich würde sagen, der Tag ist fertig. Buletten, Größe. Ja. Wir haben uns jetzt für ein bisschen kleinere entschieden. Nein.
Also vielleicht so in der Größe. So groß müssen sie nicht sein. Wir machen hier alle einen Topf nachher. Oder einen Teil zumindest. So richtig einig sind wir uns da noch nicht. So wie mit der Soße, wie ihr vielleicht später feststellen werdet. Ja, ich werde euch die Diskussion kurz reinschneiden, keine Sorge. Ihr könnt übrigens selbstverständlich jede Form von Hackfleisch nehmen. Also wir haben ja jetzt hier Mischhack. Wenn einigen das nicht so gefällt, dann kann man natürlich auch Rinderhack nehmen oder was mittlerweile gibt, es gibt bestimmt auch. Es gibt ja sogar sowas wie Putenhack mittlerweile. Mhm. Das kann man bestimmt auch dafür nehmen. Also ich denke. Oder man nimmt reines Schweinehack, wobei ich persönlich immer finde, reines Schweinehack ist. Aber mag auch daran liegen, wie ich aufgewachsen bin. Also es ist geschmacklich nicht so meins. Wie gesagt, ihr könnt da voll entscheiden. Ich bin für gemischt. Ich hab gemischt halt so kennengelernt. Ich hab das Gefühl, dass Bullen immer größer werden. Oder? Kann das sein? Ja, die werden immer größer. Ein bisschen größer. Dennis wird immer hungriger. Sehr schön. Guck mal, Dennis ist ein Schäler. Ist der nicht süß? Das ist so sweet. Das ist unglaublich. Ich denke gar nicht, dass er hier wirklich eine Klinge ist, ne? Ja, aber das ist schön wirklich angemalt. Also Leute, das ist kein Kunstwerk, aber ich schätze mal, die schmecken schon. Also in dem Topf hier werden gleich die Kartoffeln gekocht. Also hier die Buletten. Und hier wird der Kohl dann drin geschmort. Also Freunde, in den hinteren Topf kommt jetzt der Kohl. Ja, dann let's go. Also die Buletten kommen rein. Ja, da war gerade mal der stehen. So Leute, dann packen wir jetzt hier die Lettchen rein. Vorsichtig. Wir wahrscheinlich in zwei Gängen abbraten müssen, die Dinger. Und ein bisschen festdrücken hier. Ja, sollen wir vorher schon ein bisschen salzen. Dann verliert es schneller an Flüssigkeit. Und ja, da muss sowieso ein bisschen Salz dran, also das ist in sich kein Problem. Da sind wir wieder bei den Bulettchen. So, die Bulettchen drehen wir jetzt mal um. Oh, die haben schon ein bisschen Farbe gekriegt. Können wir nachher nochmal von der anderen Seite machen, oder sieht schon ganz gut aus. So Leute, hier hinten seht ihr unseren Kohl. Der ist jetzt langsam, wie ihr seht, das Salz hat schon ganz gut gewirkt. Wir müssen den jetzt hier noch ein bisschen länger. Also ihr seht, er ist definitiv zusammengefallen und hat schon Wasser verloren. Ja, das ist jetzt halt, wir müssen mal gucken, wie das mit den Röstaromen jetzt hier läuft. Der Topf ist halt einfach ein bisschen klein oder der Kohl ein bisschen viel. Aber das kommt mit der Zeit. Zur Not kochen wir das Ganze einfach ein bisschen länger. Richtig. Ja, wir hauen jetzt halt noch die Zwiebeln, die geschnittenen, mit dazu. Die geben halt auch nochmal ein bisschen Wasser und halt auch Geschmack. Zwiebeln geben immer Geschmack. Das macht das ganze Gericht natürlich noch ein Ticken besser. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Salz hinten rein, dann können wir auch den Rest reinmachen. Oder? Ja, mach den. Ja. Das war noch, könnte sogar noch. Ah, muss nicht mehr, ich bin nicht der Salz. So, jetzt haben wir hier schon echt gut Farbe. Wir werden jetzt noch ein Momentchen drinnen bleiben und dann packen wir die rüber, dann kommen die nächsten. Und ja, wir werden jetzt einfach das Ganze mal kurz rüberschwenken. Wir werden jetzt einfach die noch alle abbraten. Und euch nachher vielleicht noch das Resultat zeigen. Und ja, so sollten die auf jeden Fall aussehen. Schön knusprig, angebraten. Ein bisschen können sie noch und dann ist schick. So Freunde, es ist ja Hausmannskost, was wir machen. Und was darf da natürlich nie fehlen? Die gute Sahne, um noch eine schöne Soße anzusetzen. Gehen wir jetzt hier ein Becherchen von der Sahne rein.
Das ist jetzt auch alles nur Pi mal Daumen. Mal schauen, ob es klappt. Dann ein bisschen Wasser. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Und dann kommt da ein Esslöffel Mehl mit rein. Das sorgt natürlich dann auch für eine schöne Bindung. Das war jetzt ein Gehäufter. Ich schaue erstmal, was draus wird, und jetzt wird das hier alles schön verrührt. So, Freunde, jetzt ist es echt cool. Also, ihr hört es vermutlich schon. Und jetzt seht ihr es auch. Da sind schöne Bratspuren am Kohl. Und man riecht ihn auch deutlich. Der darf jetzt noch schön weiter braten. So, Freunde, Kohl ist fertig. Jetzt kommt da erstmal ein bisschen Wasser rein. Da füllen wir den Becher noch mal an, damit sich hier auch der Absatz vom Boden löst. Boah, heiß. Junge, das ist. Aber ihr seht hier schön die Röstaromen, die entstanden sind. Ja, noch ein bisschen. Muss süß bedeckt sein. Wie gesagt, da verdampft ja auch noch ein bisschen Wasser. Hier seht ihr die Farbe? Das sieht gut aus. Den Absatz, der sich am Boden gebildet hat, auch alles Aromen, alles Röstaromen. Das riecht echt gut schmecken. Lösen wir jetzt ja auch noch mit dem Wasser ab. Runtergedreht. So, dann dreht ihr das ein bisschen runter. Dann nehmt die Hitze raus. Und jetzt kommt die Phase, warum es ja auch Schmorkohl heißt. Jetzt, wenn ich irgendwie an den Deckel komme, zack, jetzt schmort das erstmal vor sich hin. So, Freunde, jetzt kommt an den Kohl natürlich auch noch was, ein bisschen an Gewürzen. Wir machen ja einmal noch eine Seite. Was ist das? Ah, das ist Kümmel. Da kommt ein bisschen Kümmel ran. Das macht den Kohl etwas verträglicher. Ja, und Fastgeschmack ist ganz gut. Ja. Haben wir ja bei uns beim ungarischen Auflauf auch gemacht. Der Link ist in der Beschreibung. Und standardmäßig jetzt ein bisschen Muskat. Ja, reicht. Ja, mein Hatte. So, machen wir noch ein bisschen Pfeffer an die Sache. Also, Freunde, ihr seht das jetzt nicht durch Silas Arm, aber es ist Pfeffer, den er da. Ja, der hätte auch so. Ist Pfeffer, den er ranmacht. Der Wasser da ist ordentlich heiß. Und da drüben seht ihr natürlich auch die kochenden Kartoffeln. Hier die Pfanne von den Buletten. So, jetzt geben wir die Sahnemischung hinzu. Der hier war von Kohl, ja. Und dann rühren wir das schön um. Ja, Leute, wir sind fertig. Und Dennis hat das Essen eingeleitet. Der hat auch schon ein bisschen genascht. Ach, das ist alles. Und dann gucken wir mal. Also, erstmal nochmal kurz für euch. Ja, wir haben uns natürlich noch ein bisschen was zusätzlich drauf getan. Wir haben ja Hunger den ganzen Tag, nichts gegessen. Ihr kennt das Problem. So. Standard. Probieren wir mal. Der Kohl ist ziemlich gut.
Ja. Hm. Kartoffeln müssen wir mal nächstes Mal drauf achten. Die haben wir jetzt leider so ein bisschen durch ein bisschen Hektik vernachlässigt. Nächstes Mal ein bisschen kürzer, sind ein bisschen weich geworden, schmecken trotzdem. Ja, Kartoffeln sind Kartoffeln. Hm. Die Buletten sind auch sehr gut gewürzt. Hallo? Die Buletten? Ja. Keine Klopse, sondern Buletten. Die haben wir nämlich gebraten. Hm? Ja, also schmeckt 1A. Probiert's aus. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal. Wir freuen uns drüber. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir das nächste Rezept kochen.